Ich habe tausende Videos gesehen von dem neuen Champion, neuen Skin oder irgendwas und habe mir auch viele davon angeguckt, viele Theorien angeguckt. Aber irgendwie habe ich noch nirgendwo dieses Champion-Konzept gesehen. Es geht nämlich hier um Dimitri the Dead Eye. Ja, das ist ein Konzept von dem 23.05. von 2011. Super alt schon. Komischerweise passt es von Art und Weise ziemlich gut in diese ganzen Konzepte rein. Es ist einfach auch so ein Champ-Skin-Konzept, wie damals Damas, sagt vielleicht auch einigen was. Und das finde ich wirklich super interessant, weil der Champion, ich erkläre euch gleich die Fähigkeiten kurz, ist so eine geile Idee, finde ich. Und er passt auch mega zu den Teasern, weil da immer ein Schuss drin ist. Ein einziger Schuss, der sie tötet. Dimitri the Dead Eye sollte ein AD Carry sein, aber nicht ein typischer AD Carry. Er sollte lieber ein AD Carry sein, der sich an die Gegner ranpusht, sich in Buschen versteckt und von dort aus die Gegner erledigt. Zum Beispiel Squishy Targets wie den Gegner ADC oder vielleicht sogar auch den Midlaner. Wieso er aus den Büschen schießen sollte, ist eine interessante Sache und dazu kommen wir jetzt, indem wir über die Fähigkeiten reden. Die Passive lehnt an das ganze Konzept von einem Sniper an, weil hier hat er sich gedacht, anstatt Attack Speed dazu zu bekommen, ist es Attack Speed auf Maximum gelockt und er bekommt über diesen Maximum Attack Speed nur noch Armor Penetration, sodass er schwere und präzise Schüsse abfeuern kann. Das heißt, es würde genau das Gefühl eines Snipers geben, was ich ziemlich interessant finde und ziemlich geil. Sein Q gibt euch, wenn ihr ihn aktiviert habt, eine gewisse Bonus-Range auf eure Auto-Hits. Allerdings kosten die eine gewisse Menge an Mana, was da euch im Early einfach von abhalten soll, von einer sicheren Distanz dauerhaft zu farmen. Im Late-Game natürlich mit einer Mana-Mune oder so weiter macht das natürlich dann keinen Unterschied mehr. Wenn ihr einen Gegner in der normalen Range angreift, bekommt ihr erhöhte Crit-Chance. Sein W macht dieses ganze Sniper-Konzept ziemlich geil, denn wenn ihr im Busch seid, dann könnt ihr 3 Schüsse abfeuern, ohne aufgedeckt zu werden. Aktiviert ihr den W, probiert sich Dimitri zurückzuziehen, bekommt ein erhöhtes Movement Speed, was nach ein paar Sekunden natürlich wieder auf das normale Movement Speed zurückkehrt. Was ich einfach richtig Hammer finde, weil das gibt Dimitri so ein bisschen das Gefühl von einem richtigen Sniper in einem Camouflage, der sich versteckt in einem Busch. Sein E ist quasi sein CC. Ihr schießt dem Gegner volle Kanne auf die Füße, slowt ihn. Euer nächster Angriff würde ihn dann kurz stunnen und nochmal slowen. Die Ulti funktioniert so, ihr schickt einen Speer voraus, wenn der ein Ziel findet, könnt ihr die Ulti nochmals aktivieren, um einen schnellen, stark verletzenden Schuss abzufeuern. Das Ganze soll nicht wie eine Caitlyn-Ulti sein, weil ihr die relativ leicht blocken könnt, ziemlich langsam ist, sondern soll eine sehr, sehr schnell fliegende Kugel sein, die quasi wirklich diesem Sniper-Gefühl den Rest gibt, quasi die AWP des League of Legends. Sie soll zusätzlich noch mehr Damage machen, wenn die Gegner unter 25% sind. Wenn euer Speer kein Ziel finden sollte, habt ihr einen geringeren Cooldown und könnt sie wieder schneller benutzen. Was meint ihr? Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin total gehypt, dass ich das Gefühl habe, dass es das sein könnte, weil es einfach zu den Teasern passen würde, die Fähigkeiten Hammer sind und bei den Teasern auch gerade dieser Sound mit dem Einschuss und dann sind sie tot. Jedes Mal. Ich bin super gespannt, also wenn ich jetzt hier das Richtige getroffen habe und dieser Champion rauskommt, kriege ich sowas von einem scheiß Award dafür, Alter. Wenn ihr Bock habt, guckt in meine lustigen Momente rein. Das ist das, was ich normalerweise mache. Das sind kleine Montages. Würde mich freuen. Und wenn euch diese Theorie hier gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich. Macht's gut.